Seid gegrüßt und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der LS22 Challenge. Wir sind hier wieder mit dem Krieger, dem Max und dem Paul und meiner Wenigkeit. Hallo. 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 Ja, und es geht ins große Dreschen, hätte ich mal gesagt, bei uns zumindest. Wollen wir wieder getrennte Challenge machen, haben wir gesagt, ne? Dann gehen der Paul und ich bestimmt wieder einen Challenge runter. Bis später. Ciao. Bis. So, es geht los, es geht los. Wir haben uns noch ein Gerät gemietet. Ein grünes, großes Gerät für das Feld da oben. Kriegen wir das denn Himmel, zwei Dreschern da oben? Ja. Aber... Denk schon, oder? Ja, ich denke auch, oder? Mir fehlt ein bisschen Holz. Ich hoffe. Wegen der unterschiedlichen Arbeitsbreite, dachte ich. War ich jetzt ein bisschen in Sorge. Ja, der eine fängt auch. Ja, genau. Eine fängt rechts an, der andere fängt links an, dann passt das doch wohl. Hat's überhaupt GPS? Ne, da hat gar kein GPS. Ne, hab ich nicht genommen. Brauchen wir das? Nee. Wir lassen eigentlich nur den Helfer fahren. Bei einem Drescher zumindest. Bei beiden brauchen wir es, glaube ich, nicht. Okay, also der Gelbe hätte ja GPS. Nee, ich fahre den Grünen, das passt schon. Okay. Wir wollten ja noch einen mieten auch noch, ne? Kaufen auch noch. Ja, ich habe schon überlegt, aber ich glaube, den setzen wir nicht ein, oder? Der ist, glaube ich, einfach nur für die Aufgabe. Ja, ich glaube auch. Ja, kann man hier positionieren irgendwie zu kommen? Ganz schön eng hier alles. Ja. Denke ich auch gerade hier. Na, hast du hier so viele Hänger hingestellt? Ja, ich wieder. Ja, aber ich habe hier nur den kleinen Drescher, Gott sei Dank. Da kann ich noch relativ viel zwischen den Bäumchen durchfahren. Fahren wir gegen den Uhrzeigersinn? Können wir machen. Komm ich irgendwie durch? Oh, boah. Ich muss hier mal durch. Gegen den Uhrzeigersinn, ja. Soll ich denn hier schon den Helfer ansetzen oder erstmal nur mit Vorgewinde, oder? Ja, einmal Vorgewinde, hätte ich gesagt. Okay. Dann fahre ich auch erstmal eine Runde mit. Mal gucken, Sojabohnen. So ertragreich sind die ja meistens nicht. Boah, unser Drescher ist nicht... Ja gut, bei der Feldgröße, ne? Unser Drescher ist nicht viel gelaufen, wollte ich gerade sagen. 1,8 Stunden. Ja. Nicht viel gewesen. Jetzt kriegt er noch mal ein bisschen was drauf hier. Noch mal richtig Geld bringen hier. So, ja, Brunnen. Ja. Kredit hatten wir ja nichts mehr, ne? Nein. Das ist gut. Aber einen Drescher müssen wir noch kaufen, wie gesagt. Ich glaube, Linksfahrzeuge lassen wir ja weg, ne? Großtraktoren. Ja. Gibt auch keine. Also kommt noch was richtig günstiges im Angebot, aber. Ich glaub's fast nicht. Ich auch nicht. Das ist ziemlich unwahrscheinlich. Hm. Oh. Der müssen wir auf alle Fälle. Ja. Der kleinste wird schon 280 kosten, ne? Der ja. 900er. End. So. Wenn ich da oben irgendwo angekommen bin, soll ich dann da den Helfer einsetzen, oder? Wie machen wir das am besten? Na, du fährst so lange, bis du da bist, wo du gestapelt bist. Dann kannst du den Helfer reinmachen. Okay. Weiß gar nicht, ob ich komplett umkomme. Aber ich komme ja an den Anhängern vorbei, ne? Die stehen noch da vorne.
Wo bist du denn? Ja, oben am Weil. Ja, aber wie voll. Wie voll? Wo ich bin. 35%. Ja, bis zu den Anhängern kommst du dann. Ja, und ja. Abzeug mit Ohren. Was machen die anderen denn? Dreschen bestimmt, ne? Die haben ja auch Ja. einiges zum Dreschen jetzt, aber die auch. Die haben noch ihr Großes da, 16, 17 und das Ganze zusammengefügt haben die noch da. Haben wir eigentlich auch die drei? Nee, nicht so, ne? Wir müssen auf alle Fälle noch 100.000 Liter Heu kaufen. Ja. Wir haben kein Feld, wo wir Heu. Ach nee, Quatsch. Heu. Wir haben ja gar keine Wiese. Wir haben keine Wiese. Die ist irgendwie an uns vorbeigegangen, das Thema Wiese. Weiß auch nicht wieso. Willst du das Heu schon mal kaufen? Ah, nee, ich glaube, damit warten wir lieber bis zum Schluss. Nicht, dass ihr es noch sehen, oder? Ja. Nicht Das Zeit, kostet um die 16.000 Euro, also eigentlich echt günstig. okay, guck jetzt mal, das geht ja noch. Weizen oder Gerste haben wir auch nicht. Wie schnell fährst du? Sehen. Okay. So, vorhin würdest du mich einholen. Ja, mir auch. Aber auch 10. Ich habe jetzt das erste Mal in der Ecke, habe ich einmal aufgehört und wieder neu angesetzt, sonst bin ich komplett rumgefahren, den Bogen da. Ich habe schon ein paar Mal aufgehört. Komisch. Na, wobei, ist schon ein ganz schönes Stück vor mir. Ja. Glaube, ich tanke jetzt aber lieber einmal ab. Ja. Und dann kannst du ja, wenn du dann einen Helfer drin hast, trotzdem den anderen Drescher mal kaufen, wenn du willst. An welchen hast du denn da gedacht? Boah, und den ganz kleinen da, den Rosi oder was das ist. Den Nova da, den kleinen Rotzelmasch, ja. Kriegen wir hin. Aber wir brauchen eigentlich nur den Drescher, oder müssen wir komplett mit Schneidwerk? Ja, ein Schneidwerk dazu schon, oder? Okay. Eigentlich, ja, gehört ja dazu, ne? Ja. Und dann kannst du mit dem von mir aus sonst auch anfangen mit Dreschen, wenn man hier so lange noch nichts abzapfen muss. Ja, ich habe ja noch unten das direkt am Shop da, ne? Gehen wir hin. Müssen wir nur gucken wegen Abfahrer, ne? Wegen Hänger oder so mal zwischendurch. Geht ja nicht viel rein. Aber dann schaffen wir, glaube ich, alle Aufgaben, außer die mit den Großtraktor. zwei Großtraktoren und dass alle Felder in einem Pflegezustand sind. Ja, ich glaube, das wäre jetzt auch noch zu heftig. Wir müssen ja überall noch teilweise pflügen oder sowas dann. Nicht mal, das glaube ich hauptsächlich, weil das gewalzt werden. Was die anderen haben, ja, die haben immer viel gewalzt, das habe ich gesehen. Abgewalzt, aber. Braucht halt auch immer viel Zeit. Jo. Kostenlos ist es auch nicht. Nee. Das stimmt. Fast 15.000 Liter jetzt drin. Auch nicht mal so wenig. Ich weiß gar nicht, wie viel ich hatte, aber ich habe einmal abgetankt ja eben. So, ich würde jetzt hier vorne den Helfer ansetzen. Und dann kaufe ich einen Drescher.
Mähdrescher. Er hat natürlich nur 5 Meter Arbeitsbreite, ne? Ja. Aber reicht das sehr? Ja. Brauchen wir das Ist eine GPS? andere. Nein, ne? Nee, das brauchen wir alles nicht bei dem. Wir müssen doch sparen, Lucky. Sparen. Das ist das Ding. Oh, der ist ja süß. Das kleine Gerät. Alter Schwede. Ein Hochleistungsdrescher. Ja. Große Felder. Nicht geeignet. Fährt aber 22 km/h. Wo komme ich hier durch? Ja. Ich wollte jetzt keinen Schneidwerkswagen kaufen. Geld wollte ich sparen. Können wir uns, glaube ich, auch sparen, das Geld. Brauchen wir Hafer? Ne, Hafer brauchen wir für nichts. Den braucht man gar nicht ausklappen, das geht. So, ja, haben wir auch noch ein Lager dabei drin. Dann mache ich hier mal die Hirse weg, ne? Ich stelle hier gleich einen Helfer ein und du, glaube ich, mal das Gewehr verkaufen. Ja. Gehen das gut? Verkaufsplatz am Händler. Ah, komme ich Und sogar zu vielleicht dir. könntest du mir einen Hänger dann hier hinstellen irgendwie. Ja, hatte ich eh vor. Ja, das wäre gut. Wo war 330? Trotz. Baum 1, Drescher 0. Guck mir gerade den Drescher an, so dreht rum herum, zack, gegen Baum fahren. Hey, perfekt, ja verboten. Ja, machst du nichts, ne? Nee. Muss ich aber ganz schön raus. Mit Sojabohnen können wir jetzt richtig Geld verdienen. Wie ist denn da so der Stand? Was kosten die denn so? Oder was sind die denn? 2100. Das ist gar nicht so schlecht. Ja, 128, um genau zu sein. Und noch steigen. Vielleicht geht dann noch der ein oder andere Euro hoch. Wie viel hast du denn schon drin in den Anhänger? 20 Kubik. Okay. Da haben wir noch 15 im Lager. Ach, da haben wir auch schon was. Ja. Nehme ich auch gleich noch mit und dann. Na gut, ich habe auch eben einen Drescher gekauft für 75, ne? Raps haben wir auch noch hier oben, ne? Im Feld Raps. Haben wir auch noch Sonnenblumenöl? Ja, da hat man da schon was verkauft, oder? Ne, das steht hier noch auf dem Anhänger. Können wir noch verkaufen, ne? Ja, Genau. da ist auch schon Neues da. Oder was ist Neues? Das ist halt noch zum Aufladen, was man aufladen muss. Ja. Das kann man auch machen, wenn man Zeit hat. Ja, ich glaube, daran scheitert es momentan ein bisschen, ne? Außer ich setze hier auch einen Helfer ein, aber theoretisch dürfen wir ja nur zwei und wir haben schon zwei jetzt, ne? Ja. Deswegen Na ist jetzt gut, ein bisschen vielleicht habe knapp. ich gleich mal ein bisschen Zeit zum Dings. Ja, Leute, drei Drescher sind bei uns im Einsatz. Zwei hier oben auf dem großen, das sieht auch schon ziemlich weit abgeerntet aus. Und hier unten nochmal, der kleine. Es geht richtig dabei. Aber ich hätte gesagt, das war's für heute. Die Zeit ist gleich um. Mittwoch 15 Uhr geht es dann weiter hier auf der Franke Map LS22 Challenge. Schaltet wieder ein, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sind raus für heute. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.